sprechen, dass sie sich an einer bestimmten Zeit verwandeln und dann tagsüber normale Menschen wieder ja, sind. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das ihr Freund, auf jeden Fall. Ach Mann. Ja, stimmt. Ja. Irgendwie dachte ich gerade, das ist ihr Bruder. Ich hab's gerade irgendwie nicht überrissen. Stennis wollte er doch gar nicht. Nee, er wollte halt nur wissen, ich hatte gehofft, du wüsstest, was passiert ist. Ich erinnere mich nur an Fetzen, aber nichts davon ergibt Sinn. Ich auch. Ich fühle mich so benommen. Vielleicht haben die uns betäubt. Die Korps? Wie kommst du drauf? Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was? Der Titel. North Kill. Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Punkt, weil er kommt jetzt wieder. Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Er ist mir so unsympathisch. Aber ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, ich will mich mit dem gutstellen, gut, damit er endlich seinen Mund aufgeht. Ach ja? Max? Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. So ein Blödmann. Oh, damit hat der Kopf nicht gerechnet. Aha. Na schön. Sehr gut. Pluspunkt. Die Hände her. Sehr gut. Na mach. Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey. Hände weg, Mann! Na los, komm! Und da wurde natürlich nicht, dass alles verblutet ist, weißt du, die ganze Zelle. Ja. Ist normal. Hey, hör auf jetzt! Da kommt die Strenge. Ja. Wir müssen mit dem Polizisten zusammenarbeiten, auch wenn es ein Arsch ist. Ja. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Okay. Aber sie ist auch immer noch voller Blut. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches. Denken. Oh. Jetzt geht's doch. Aha. Gott sei Dank. Die Welt. Ah, die Welt. Oft reist man auf direktem Weg, aber nicht immer ist es so simpel. Manchmal sind unsere Wege verschlungen. Sei mitfühlend, nicht zornig. Du wirst auf Freunde angewiesen sein. Nicht selten fällt das Kind bereits in den Brunnen, ehe wir uns der Bedrohung bewusst sind. Das heißt, wir haben relativ gut agiert, ne? Weil wir sind immer ruhig geblieben. Ja. Oh, so viele Sachen hier. Oh, du kannst viel angucken. Weht der Wind in North Kill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Gefällt mir. Kapitel 7. Sheriff Hackett scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Vielleicht ist das nicht das erste Mal, dass er jemanden widerrechtlich einsperrt. Was wolltest du sagen? Nichts, also nur Kapitel 7 gesagt. Achso. Aber das Gedicht gefällt mir. Ein Löffel. Oh. Oh. Ein Löffel. Wieso legst du ihn zurück? Nimm ihn mit. Man merkt, ich liebe Luther. Was ist das? Oh. Ah.
keine Chance. Benutzt den Löffel? Ich brauche so eine Art Hebel. Ja. Oh. Ob sie draufkommt? Nein. Könnte gehen. Jetzt. Ich glaube schon. Ja, das müsste reichen. Ja. Hey, warum bebt das? Sich da was bewegt? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Jetzt guckst du rein und verliert dann das Auge. Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Achtung, Mann, ich bin empfindlich. Kleiner ja, Freak. Wir. Hey, sobald wir herauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Warum? Klar. Sobald ihr rauskommt. Das ist schön, dass wir halt, einer Meinung halt. Sind. Ja, die muss sich ein bisschen gut wir stellen. Wir beantworten alles. Sie können uns aber nicht ohne Erklärung einsperren und erwarten, dass wir bestens gelaunt sind, okay? Handeln wir das aus. Du kannst nicht mit mir verhandeln. Bitte. Bitte! So ein blöd, Mann. Ich mag hey, ihn nicht. Hey, Sie können uns nicht hier lassen! Hey! Komm zurück! Oh. Fehler? Hm? Wieso war Fehler? War gerade verzögert. Ja, ein bisschen. Fuck! Verdammter Scheißwichser! Hat er sich wehgetan? Warten auf andere. Steht bei mir auch. Bitte? Stand bei mir auch. Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade. Oh. Ja. Niemand schafft Max. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Hey, komisch. Nein. Frech. Aber er ist auch schon ein bisschen merkwürdiger als vor, also als ganz am Anfang, ne? Ja, und er wundert sich immer nicht, dass eine Zelle voller Blut ist. Ja. So die Wand und der Boden ein bisschen. Naja, vor allem der Boden. Oh hey, also, hast du würde das sein irritieren. Namensschild gesehen? Heißt etwa nicht Detective Pisswichser? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter so Mr. Dumm. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp, Betreuer, Entführungsring? Das. Ich meine. Was? Oh Mann. Ah, okay.
Das ist das erste Mal. Na gut, Sheriff Hackett wirkt jetzt vielleicht nicht wie ein typischer Kidnapper, aber wie ein Polizist benimmt er sich auch nicht. Was weißt du, wie Kidnapper wirken? Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. Es gibt immer einen Sinn. Soweit wird's nicht kommen, Max. Er kann uns nicht ewig festhalten. Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken, niemals aufgeben. Warum? Sind seine Augen anders? Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Könnte sein, hab ich doch geachtet jetzt. Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Oh. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Wir sind bald draußen. Ich studiere Tiermedizin und du wirst dann was? Arbeitslos. Ich werde was? Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest Schau du an meiner Augen, Tasche? Die haben so gar keine Reflexion mehr. Warum hast du mir nichts gesagt? Nicht so wie er wird wütend jetzt. Oh, oh. Oder? Ich hab mich geschämt. Oder auch nicht. Dein Abschluss ist gut und dann ganz, erst ganz dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut. Ja. Danke dir. Weil ich wollte nur kurz Becky antworten, bevor es richtig... Und los Genug. Geht's. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Stimmt Becky weiter im Text. Ah, okay. Ich hab, ganz ehrlich, ich hab's mir auch überlegt, aber ich dachte mir, sorry, dass ich vielleicht ein bisschen den Ball so getan habe, als würden wir zusammen auf die Uni gehen. Das wäre doch ganz gut. Es war so klar, dass du so reagierst. Fick dich, nein, du hast gelogen. Jetzt reiß dich zusammen und entschuldige dich, sonst wird das ein Höllenknast hier. Oh. Okay. Willst du ihn sauer machen? Tut mir leid. Besser? Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... Was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert von einem Ding und dann taucht der Cop auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist, Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Siehst du, da wären wir wie vorhin. Was? Hey. Kein Kratzer. Okay, andere Frage. Erinnere dich mal.
Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor habe ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Siehst du Vollmond? Ja, also... Ja. Weißt du, Vollmond? Ja. Was, wenn... Okay. Nein. Stopp. Ich meine ja nur, vielleicht war es ja sowas wie... Also ein Werwolf? Der Blick. Bist du jetzt... Hä? Was jetzt? Hallo? Ja, ich bin noch da, aber ich habe Warten auf andere. Ich habe... Vollständig am Rad. Hä? Wer wird das fehlte was von der Videosequenz, oder? Klar. Nee, ich glaube, das ist so gewollt. Ich glaube, das ist wie so eine Unterbrechung. Ich glaube, das geht dann weiter, oder? Das kann auch sein. Weil das war ja quasi ihre Erzählung jetzt, oder? Zombies, Aliens, Dimensions-Draculas? Wie Dylan grinst. Oh, ich bin Brian, so gespannt. Ja? Ja? Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Dylan grinst wie so ein Honigkuchen. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick, mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Vielleicht wurde es von ihrem Bruder das Auge ausgekratzt oder so. Ihr Freund, meinst du? Ach ja, wie komme ich dauernd auf Bruder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel. Darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Ah, jetzt mal wieder früher, ne? Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Okay. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit das einem Vollmond. Plan. Das sagst du dauernd. Ja, ein Monat sind jetzt drin geblieben. Wochen, also. Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut! Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Oh. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Doch, spätestens zum nächsten Vollmond. Es blieben uns nur zwei echte Optionen. Ja. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder? Wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Oh, schlechte Idee. Schlechte Idee. Oh. Ganz kurz. Steffi, es tut mir leid, dass du am Verzweifeln mit deiner Decke bist. Es ist leider sehr, sehr viel passiert, was ich dir jetzt leider nicht alles erklären kann. Vielleicht ist Becky so nett und schreibt es kurz so grob rein, was alles passiert ist, wenn sie möchte. Okay.
Ich hab. Ah, schön, du bist meine. Okay, dann triggern wir seine gute Seite. Was dann? Brunch mit Piccolo jeden Sonntag, bis er seine Fehler einsieht und bereut? Ja, das war eher rhetorisch. Der Kerl hat keine gute Seite an sich. Die Hälfte der Zeit redet er nicht mal mit uns. Weiß nicht, vielleicht knacken wir ihn ja. Laura, ich glaube, er wartet nur ab, bis er einen Weg gefunden hat, uns loszuwerden.